Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute spielen wir das erste von zwei Epic Events, die uns bevorstehen. Einmal hier auf meinem Main, da fangen wir heute an. Und das andere spielen wir ja zusammen mit The Golden Pain auf dem Battle Mage. Und ja, da werden wir dann zusammen auf jeden Fall ein Epic Event drehen und wahrscheinlich für seinen Kanal auch nochmal ein Epic Event Video aufnehmen. Also insgesamt erwarten euch, ja, drei Epic-Event-Videos dieses Wochenende, wo ich mit dabei bin. Das ist, denke ich mal, gut. Hoffe ich mal, denke ich mal. Ja, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn ich habe schon länger nicht mehr Epic-Event gespielt. Muss aber gucken. Ich habe mir schon so ein bisschen ein paar Limits gesetzt, so, ne? Weil es kann ja sein, dass partout meine Waffe nicht kommen will. Und das ist ja der Hauptgrund, auf den ich jetzt momentan aus bin, so meine Waffe. Und was war es noch? Keine Ahnung. Ich glaube hauptsächlich nur die Waffe. Deswegen spiele ich das Event hier auch alleine, also zumindest auf dem Account hier alleine, weil hier gibt es halt nicht so viel, was ich halt benötige. Ich würde aber halt ganz gerne eine neue Waffe haben. Das wäre ganz nice. Und auf dem Battle Mage gibt es ja ein bisschen mehr, sag ich mal, was man gebrauchen könnte. Deswegen lasse ich mir das denn mit Painy denn zusammen, dass wir das da zusammen aufnehmen. Und ja, nice. Haben wir schon direkt den Auftrag erledigt und wir schauen mal, ob wir alles haben, damit wir beginnen können. Wir brauchen zweimal epische Gegenstände. Das heißt, die haben wir ja gefunden hier, ne? Das sind ja die 2x25, also hier haben wir die vollen 50%, von denen wir profitieren. Und dann brauchen wir fürs Epic-Event jetzt noch Qualität von Gegenständen, Items. Das heißt, hier haben wir einmal plus 2 drin, das Maximale ist plus 5, was man haben kann. Und deswegen brauchen wir noch 3 Punkte da drauf. Wir schauen mal, das Dankeschön an den Tipp aus den Kommentaren, einfach von den Begleitern Items ausleihen, ja, mit Qualität drauf, falls sie welche haben. Da habe ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet, aber es kann gut sein. Qualität von Gegenständen haben wir hier nämlich einmal. Und nochmal, ja, sehr gut, sehr nice, siehst du, so einfach ist das. Und dann haben wir hier schon unser Farm-Equipment, ja. Müssen wir nur nachher darauf achten, dass wir das alles wieder ordentlich zusammenlegen hier, ne. Aber hier haben wir dann einmal plus 2. Und das war ja hier ja auch, ne, plus 2, genau, dann haben wir plus 2, hier plus 2 und hier plus 2, ne, sind zwar insgesamt 6, wer verrechnen kann so ein bisschen, ne, aber plus 5, also 1 wird dann abgeschnitten, weil das Maximale halt plus 5 ist, so, ne. Aber, ja, ich wollte erst noch halt erst blättern nach dem Qualitätsitem für das Epic Event, aber ich finde es eigentlich ganz nice, ja, erstmal auf die Idee zu kommen, das von den Begleitern zu nehmen. Gut, jetzt haben wir hier also plus 5 auf unsere, ja, das kann man so vergleichen wie eine Aura-Stufe, so zählt das, ne, von der Qualität her, und 50% epische Gegenstände finden. Betone ich extra deswegen so, weil es für mich das erste Mal ist, dass ich jetzt ein Epic-Event spiele, wo ich jetzt ein komplettes Farm-Equipment habe für das Epic-Event auch. Und deswegen legen wir mal los und ich bin mal gespannt, was wir ja, was das so ausmacht, sag ich mal, ne? Auch die 50% und sowas, das würde ich ganz gerne mal wissen. Und ich habe ein Ziel, sag ich mal. Wir legen mal hier unseren, warte mal, was brauchen wir? Ah ne, ich muss ja mein Farm-Equipment, ich wollte das zum Vergleichen, wollte ich hier das anbehalten. Mein PvP-Equipment, aber nutzt ja nichts, ich brauche ja meine Dings hier. Mein Farmzeug. Ich meine, das bräuchte ich zwar jetzt nicht, Goldbonus und so und Erfahrung, aber ja, es ist, schafft nachher nur zu viel Verwirrung hier. Ja, das sind auch knapp 20 Punkte schon besser wieder, aber ja, ich möchte die Lebensrune da auch ungern wieder wechseln, das ist halt wieder unnötig Pilze. Eigentlich bin ich halt wirklich nur auf der Suche nach einer guten Waffe und ich sag mal so, ich brauche auch noch ein paar Pilze bis zur nächsten 20% Aktion, weil da muss man ja dann wieder aufladen und ja, da würde ich halt bis dahin ganz gerne über die Runden kommen. Ich sag mal so, ich gehe bis 300 Pilze gehe ich runter und danach ist dann gut. Ne? Also falls ich bis dahin keine gute Dreier-Attributswaffe gefunden haben sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, dass ich die nicht finden werde, weil erstmal ja, eine Epic-Waffe finden, dann muss die Dreier-Stat sein und dann muss die Waffenspanne halt noch stimmen. Ne? Also das ist halt ziemlich, ja, das muss erstmal alles passen, ne? Und das sind halt Random-Faktoren, die im Zusammenspiel ziemlich ja, böse enden können. Und deswegen sind da ja, 200, 300 Pilze für eine Waffe eigentlich gar nichts mehr heutzutage, sowas zu finden.
Aber ich habe mir gedacht, mit dem neuen Farm-Equipment kommen 50% mehr Epics. So ist ja schon ganz nice. Aber bisher machen sich die 50% noch nicht so bemerkbar. Ich würde gerne einen Proof haben von den Entwicklern, dass die 50% auch wirklich 50% zählen. Nachher bauen wir hier den Arena-Manager aus, stecken da unendlich Geld rein und bekommen hier so ein Farm-Equipment, was dann nachher nicht mal funktionieren würde. Ne? Aber das, ja, das, da wollen wir mal nicht von ausgehen hier. Ne? Aber irgendwie ein Proof, dass das klappen würde, würde ich halt schon ganz gerne mal haben, weil ich jetzt nicht mehr Epics bekomme als sonst. Muss ich mal so feststellen. Also es nimmt sich jetzt nicht großartig viel. So. 890 Handschuhe. Ja, das sind alles Sachen, die sind schon so 20 Mal besser. So. Aber ich würde ganz gerne wirklich nur nach einer Waffe Ausschau halten. Mehr möchte ich hier nicht. Und wie gesagt, es kann gut sein, dass ich heute auch enttäuscht werde hier. Was mich ja mal interessieren würde, wäre was für eine Spanne wir auf der Waffe denn drauf bekommen, wenn wir jetzt mal eine kriegen würden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da hoffe ich mal, dass die nicht allzu schlecht ist. 880. Ja, so unaktuell sind die noch nicht, die Gegenstände. Klar, ein paar Statpunkte sind schon hier und da. Aber ja, das ist jetzt nichts irgendwie Weltbewegendes. So. Einzig, was mich interessiert, ist die Waffe und die ist halt schon relativ inaktuell. Wir haben ja letztes Mal gesehen, es geht bis zu 70... Ja, zwischen 70 und 80 Durchschnittsschaden mehr und das ist schon einiges. Und außerdem möchte ich jetzt endlich mal meine alle Attributswaffe loswerden, weil auf dem Magier bockt das nicht so hart irgendwie. Da hätte ich schon ganz gerne auch Dreier-Stat. Ja, ich gucke hier nebenbei noch die Waffen durch, um mal zu schauen, was wir hier für eine Spannung bekommen, rechts rausmäßig so, was da so alles dabei ist, weil das interessiert mich schon mal. Ne, weil meine Waffe, machen wir uns nichts vor, die hat eine richtig krasse Spanne. Also so eine heftige Spanne werde ich wahrscheinlich nicht nochmal bekommen. Da habe ich auch richtig Glück gehabt mit der 4882er Spanne rechts raus. Also das muss man schon sagen, das ist schon heftig. Aber ja, eigentlich stehen ja die Chancen besser als beim letzten Mal, dass ich eine Waffe mit besserer Spanne bekomme, weil ich ja inzwischen ein paar Level mehr auch gemacht habe. Aber ich muss die, glaube ich, ich muss so eine gute Spanne bekommen haben, dass das kaum besser ging zu dem Zeitpunkt, als ich die Waffe bekommen habe. Ja, deswegen, ihr seht es ja hier mittlerweile. Oh mein Gott! 4999! Alter, heftig! Wir kommen schon fast an die 5000, ey. Boah, stell dir mal vor, ich hätte es an 5000 zu stehen gehabt, Alter. Boah, 5000 auf der neuen Waffe, das wäre halt, ne? Boah, Alter, eine 5000er Rechtsrausspanne auf der neuen Waffe. Alter. Das wäre, glaube ich, das wäre für mich persönlich die perfekte Waffe. Das und dann noch 3er-Stat. Dann noch 3er-Stat, ey. Also, machen wir uns auf die Suche nach quasi der perfekten Waffe. Mal schauen, ob wir sie eines Tages finden werden. So. Ich denke mal, bis zum nächsten Epic-Event werde ich ja wieder ein paar Level gemacht haben. Zwar nicht viele, aber vielleicht ein paar. Und dann könnte es schon gut und gerne mal sein, dass wir auch Waffen finden, die über 5000 gehen. Ne? Ist natürlich, wie gesagt, ziemlich unwahrscheinlich, weil die Chance halt ziemlich gering ist, so fette Waffenspannen zu finden, weil es ist schon, ja, schon mit am Ende. Aber ja, man hat ja gesehen, es ist nicht unmöglich. Ja, nichts ist unmöglich. So, aber wir haben hier leider heute noch keine. Ja. Da sehen wir jetzt mal tatsächlich das allererste Mal auf meinem Char hier eine Waffe, die eine Spanne hat, die über 5000 geht. Boah, das ist schon. Ja. Also alleine dafür hat sich das schon gelohnt, die Waffen hier mal anzuschauen zwischendurch und zu gucken, was sie für einen Schaden machen. Alter, das ist meine erste Waffe, die über 5000 geht von der Spanne her. Krass. Weiter. Oh, da haben wir eine Waffe, aber die sieht mir sehr nach aller Attribut aus, muss ich sagen.
Das sehe ich schon, hat zumindest eine Rune drauf, also die kann man immerhin tauschen, ja, da muss man ja auch drauf achten, muss eine Rune haben, wenn es keine Rune hat, kann man auch keine einsetzen, so, ne. Slot hat es auch, wir schauen rauf, alle Attribute, ja, die Spanne ist auch unter aller Kanone wie Magazine, also das brauchst du hier auch keinem mehr erzählen. Da würde der Penny sagen, da hat schon wieder jemand einen Praktikanten dran gelassen hier bei dem Wischmob, den will ich auch gar nicht weiter haben hier. Das ist ja eine Frechheit, mir sowas, sowas anzubieten, ist schon, warte mal, Christoph, wir nehmen das aber mal mit. Einfach aus dem Grund, weil die Waffen halt extrem viel Ressourcen ballern. Ne? Also, warte mal. Wo steht das denn hier? Genau. 4440 Kristalle gibt mir die Waffe einfach mal so. Ja, wir spülen das auch nicht durch, weil sonst verliert man Kristalle und das will ich nicht. Und ich sag mal so: Für 15 Pilze fast, ja, 4500 Kristalle zu haben, ist ein guter Deal. Muss ich einfach mal so sagen, ist ein guter Deal. Und da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Und deswegen, also das mache ich jetzt immer, falls ich mal so eine Waffe sehe, dann werde ich die mir mal für 15 Pilze rauskaufen, weil das ist, wie gesagt, ja, also ne, das, was ich hier verskippe an Pilze, so, da kann ich mir auch dann die Waffe von kaufen, ne, und habe davon sogar noch ein bisschen Vorteile, so, ein paar Kristalle gewonnen. Ja, Lebensenergie ist nice hier drauf, aber das ist alle Attribute auch, braucht auch keiner hier. Ja, und ihr seht, die Pilze schwinden, ne? Mein Inventar füllt sich nicht wirklich und ja, wir haben bisher zwei Waffen gefunden. Okay, der Säbel ist natürlich sehr nice, hat eine Rune, das ist wichtig. Und wir schauen drauf. Das könnte jetzt eine Dreier-Attributswaffe sein. Viele Pilze haben wir nicht mehr. 67 stehen noch zur Verfügung. Den Rest würde ich gerne bis zur Aktion behalten. Wir schauen drauf, was uns das bringt. Es ist eine Dreier-Attributswaffe, das ist schön. Ihr seht, plus 342 ist nice. 103 Durchschnittsschaden, aber die Waffenspanne gefällt mir überhaupt nicht. Die gefällt mir leider überhaupt nicht und der Eisschaden ist auch ein bisschen schlechter als mein Feuerschaden jetzt. Gut, das kann man zwar halt immer tauschen, aber ich. Es ist halt fast unmöglich, eine bessere Waffe zu finden, als ich sie jetzt habe. Obwohl meine schon wieder outdated ist, ziemlich outdated sogar. Wenn ich sehe, ich habe hier 103 im Durchschnittsschaden mehr auf der Waffe, dann ist das schon ziemlich krass. Ne? Also die müsste ich halt hier 5342 Kristalle für 15 Pilze. Da kannst du halt wirklich nichts sagen. Gegenstand zerlegen und jetzt haben wir richtig gut Kristalle gemacht. Zumindest haben wir das, ne? Wenigstens das. Aber ja, also Epic-Waffen ist immer, ja, habe ich mir jetzt mal so angewöhnt, wenn ich mal so ein bisschen blättere. Zumindest auf meinem Main, auf meinem Battlemage mache ich das Ganze nicht. Da ist mir das wieder zu kostenintensiv, aber für meinen Main gebe ich ein bisschen mehr Geld aus, da ist es mir das wert. Ja, da werde ich das auf jeden Fall machen. So, und ja, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr da die paar Pilze überhaben solltet, dann macht das auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, das gibt gute Kristalle. So, wir haben noch 20 Pilze, ne? Wir gehen bis auf 300 runter. Und ja, falls ich bis dahin noch eine Waffe kriegen sollte, kaufe ich die natürlich. Ne? Aber falls nicht, dann hat sich das heute hier an der Stelle erledigt. Ne? 2, 1 und 0. So, ja, das war es denn dazu gewesen. Wir können die Sachen hier wieder tauschen. Markwart hier, bitteschön. Ja, also ich muss sagen, dass ja, die 50% auf epische Gegenstände finden, hat sich jetzt persönlich nicht bemerkbar gemacht. 50% müsste man eigentlich meinen, sollte gefühlt ein Unterschied da sein. War es bei mir jetzt irgendwie nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwie anders ist, aber diese 50% hier, das hat sich jetzt irgendwie nicht so bemerkbar gemacht. Ja. Und was sich bemerkbar gemacht hat, sind die Qualität von Gegenständen-Items. Da hatten wir ja letztes Mal irgendwie, als wir gesucht haben, plus 70 im Durchschnittsschaden. Jetzt haben wir über 100 teilweise gefunden. Und das macht sich schon bemerkbar so. Ne? Also das ist auf jeden Fall ganz nice, aber das andere hier, epische Gegenstände finden, hat sich jetzt nicht so gewährt. Ja, gut. Mehr Pilze kann ich leider nicht ausgeben, weil, wie gesagt, ich muss noch bis zur nächsten Pilzaktion überdauern. Und ja, da ich ja hier auf dem Server alles mache, so was Pilze kostet, ja, darf ich jetzt nicht viel weiter runtergehen. So, ne? Tränke haben wir auch noch einigermaßen und deswegen passt das alles. Waffe haben wir leider nicht gefunden, war mir aber auch schon klar gewesen. Und ja, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt nicht so erfolgreich waren. Wir haben ein paar Ressourcen abgeheimt. Wir haben fast 10.000 Kristalle gemacht mit 30 Pilzen. Ne? Gut, wir haben ein paar mehr Pilze ausgegeben so dafür. Ne? Aber ja, was willst du machen? Ne? Wir hatten halt
ne, wir hatten halt unsere Gelegenheit genutzt und ja, sind leider nicht glücklich erfolgreich geworden. Aber vielleicht wird es beim nächsten Epic Event Video auf dem Battle Mage besser als hier. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung, Kommentar dazu freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.